Frage, wie sollen wir eigentlich unsere Prioritäten setzen mit den Solar Panels, dass überall jetzt mal gelbe auf einem Spot verteilt sind? Oder sollen wir direkt, dass wir jetzt mal ein paar grüne machen? Du musst du mal sagen, wie es Ich gerade würde aussieht. erstmal gucken, wie weit wir jetzt überhaupt kommen. Oh, Du Junge! könntest mal ein bisschen Redstone vielleicht nochmal, müsste man jetzt nochmal gucken. Ich habe Oh, kein ja. Redstone dafür. Ich glaube, ich hole mal mein ganzes Inventar mit Baumil zuschütten. Und baller das mal kurz durch. Für jedes Level 1 das Solar Panel 2 Redstone Post. Junge, das kracht. Vielleicht kann ich gar nicht rechtsklicken. Ja, lass, sobald wir wieder Energie haben, mal dieses Farmland entbauen. Du meintest, wir haben jetzt alle Maschinen dafür. 22 Stacks Redstone brauche ich. Oder was, ist Redstone herbekommen, als du die anderen zwei Grünen gemacht hast? Erst, ich habe immer durchgesiebt und ich habe die Maschine hier hinten umgebaut. Wie gesagt, habe dann immer dieses Minion mit meinem Brot gefüttert, dass es schneller arbeitet. Ich brauche mehr von diesem roten Stoff, gib her. Ich dachte auch, dass echt, dass diese Redstone Seeds ein bisschen teurer sind, aber da hat man wirklich nur zwei dieser Blumen einfach gebraucht. Nicht mal von diesen Pflanzen, diesem komischen Gemüse, nein, einfach nur zwei Blumen. Oder ist eigentlich dieser, unser Smattery ein bisschen größer geworden? Ja, oder? Ja, Da hast du schon ein bisschen für Ähnlichkeiten an Langeweile. einem Also du Tower kannst genommen, jetzt oder? knapp drei Stacks kannst du jetzt reinschmeißen. Ja, komm her, Dodo. Ich hab das weiße Zeug und du gibst mir, und wir machen dann jetzt zusammen das rote Zeug draus. Ich gebe dir meine Hand. Soll Okay, warte mal. ich die falsche Pflanze? Ja, kann ich da einen Bot durchlaufen lassen, oder? Oh, mein Bombe wird leer. Ich muss refillen. Oder warum haben wir nicht dieses Farmen als erstes gemacht und danach die Solar Panels craften wollen? Ja, ich fühle mich so dumm gerade. 7 Stacks Solarpanel. Soll ich mal kurz runterspringen? Ich tu den Grabstein looten, das passt schon. Kein Nickel mehr. Er ist aber auch nirgendwo hier an den Drawer. Alles dieses Ferrous Ingot. Hier. Das ist Nickel. Einfach anderer Dings. Zeichnung, anderer Mod. Keine Ahnung. Das Was. glaube ich im Alloy-Smelter war Oder das. ein Dungeon Smelter. Wir können beides benutzen, ja. Ist auch ganz geil. Zwei Varianten jetzt Dings herzustellen. Hast du noch Nickel? Können wir jetzt in zwei Maschinen herstellen. Mal schauen, was schneller ist. Ich brauche davon nur Nuggets. Also es ist nicht so, dass ich da krass viel brauche gerade. Okay, krass. Okay, der Dungeon Smelter ist um einiges schneller. Wenn es darum geht, Ingots herzustellen. Aber manche Sachen gehen halt noch im Alloy Smelter. Aber wissen wir auf jeden Fall für die Zukunft, für Autocrafting, wenn es geht, in Dungeon Smelter nehmen. Ich habe jetzt 17 gelbe. Ich könnte die jetzt hochmachen mit Resonant. 17 gelbe. Ja, ich würde einfach überall, Oder weiß wollen wir überall gelbe hinmachen? Wir ich. brauchen Weil das es Redstone kann, wieder. auf einer Station können 5 Stück. Das heißt, wir haben 15. Machen wir es mal überall gelbe hin. Wir können noch mehr herstellen, oder? Na, wir brauchen jetzt wieder Redstone deswegen. Okay, dann würde ich dann einfach erweitern auf diese Resonant dann, eben, weil wir dann halt 8 Stück haben. Dann upgrade mal einfach hier die hier, beim Laser. Weil ich bin jetzt gerade dabei, das bessere Capacitor Bank zu bauen und hoffentlich können wir damit jetzt die Laser auch auf Blau betrieben, also auf die stärkste Stufe. Ich brauche dafür auf jeden Fall Energetic Alloy, das ist Glowstone, Redstone und Gold. Vielleicht davon einfach mal 10 Stück her. Hier habe ich die Blazing Electron Tube. Brauche ich nämlich für die Double Layer Capacitor. Und dafür brauche ich nochmal zwei normale. Nein, da braucht der Alloy Smelter lang. Die können wir ohne upgraden. Ich weiß. Ich weiß gerade nicht mal mit was. Nein, ich einfach Capacitor reingetan. Ich meine es mal Double Layer Capacitor. Diese leuchtenden Nein, Karten da Double Layer sozusagen. Capacitor. Einfach reinmachen kann man. So, müsste jetzt doppelt so schnell laufen. Oh, noch doppelt so viel Energie frisst. Ja, das denke ich mir auch gerade. Capacitor Bank, die nächste Stufe. Jetzt mal aufstellen, weil die hat 5000 Output. Jetzt können wir die mal abbauen geschwind, Schnell weil die abbauen. Laser aus sind. Oh, sie gehen nicht aus, weil sie einfach voll gepumpt werden. Wissen wir, es lag die ganze Zeit an der Capacitor Bank, weil die nur 1000 ausgegeben hat. Und das Gute ist, weil wir jetzt hier noch eine weitere grüne haben, die dritte von uns. Wir könnten auch schon eine weitere vierte machen, aber wir haben es eher auf die gelben aufgeteilt. Ja, produzieren wir trotzdem noch genug Strom. Ich kann einfach meinen Jetpack aufladen noch. Können wir nämlich hier das alles ein bisschen Ah, besser machen? dafür, ja. Electric Steel. Dafür brauchst du es flicken. Aber das System können wir doch so lassen, oder? Never stopping a running system, Dodo. Ja, das sagen mir viele Leute, aber Wir da könnte können man sich gerne darum mal, einfach mal wenn wir kümmern. im E-System und so haben, das ganze System neu aufsetzen. Da würde ich mitgehen. Aber bevor wir keine im E-System haben, würde ich es lassen mal. Okay, Leute, ich muss euch leider ein trauriges Update geben. Die Turtle hat das, was ich schon sehr lange mal angesprochen hat, ist nun endlich passiert. Die ist weggebuggt. Da muss ein Baum in der Turtle gespawnt sein. Oder zu viele Bäume und deswegen.
Ja, leider weg. Wir haben aber fürs erste Mal genug Holz hier vorbereitet. Das wird eine Weile reichen, ne? Er hat gute Dienste geleistet. Ich glaube, das ist ja damit ein oder maximal zwei Tage überlebt. Sehr, sehr schade. Trotzdem, danke für alles. Ich möchte mich jetzt um was anderes kümmern. Nämlich regt es mich auf, dass ich immer noch mit einer Stein- oder maximal mit einer Quarzspitzhacke arbeiten muss. Deswegen möchte ich hier auch so Shiny-Tools von Tinker's Construct machen. Dafür brauchen wir einfach hier diesen Table. Ich brauche diese drei Sachen. Ich glaube, der Stick könnte sogar der gleiche sein. Ne, ist ein anderer als bei der Lumber Axe. Dann könnte man sich echt überlegen, eine normale Axt zu machen, weil man kann nicht für alles eine Lumber Axe nehmen. Das ist einfach nur, ja, der gleiche Stick hier. Der normale Holzkopf-Axt, den ich ja damals schon, glaube ich, für die Lumber Axe machen oder nehmen wollte. Und kommt das Drohnen-Shard raus? Verstehe ich nicht. Ich ignoriere es einfach mal. Dann mache ich jetzt einmal die Gussform daraus. Jetzt fließe ich da noch ein bisschen Shiny rein. Einmal hier die ganz normale Axt machen, damit man auch was anderes abbauen kann, außer halt die Lambert-Axt, weil die ab und zu mal sehr gefährlich sein kann, dass sie zu viel abbaut eben. Und jetzt eine Spitzhacke, der Hauptgrund, warum ich das jetzt gerade gemacht habe. Einfach, dass ich mal entspannt schneller mal hier und da was abbauen kann. Dann wollen wir als nächstes mal so eine Farming Station machen. Dafür brauchen wir unter anderem Electric Steel. Dafür brauchen wir den Alloy Smelter. Nee, geht tatsächlich sogar hier um den Dungeon Smelter. Aber Silicon, das ist eben ein Stoff, den wir jetzt so in Zukunft sehr viel brauchen. Am einfachsten Sand durch den Segment, die wir jetzt neu gemacht haben, durchjagen. Das kriegt man aber auch nicht jedes Mal raus, sondern nur zu einem bestimmten Prozentsatz. Dann lassen wir auch einfach mal ein bisschen durchlaufen. Haben damit unser erstes Electric Steel. Pulsating Crystal, das hört sich teuer an. Diamond Electron Tube haben wir schon mal gemacht, ganz am Anfang. Signalium Ingots brauchen wir so viel Capacitor. Pulsating Iron Nuggets, das ist eine Enderperle und Iron Ingot. Wow! Das kriegen wir aber sehr gut durch die Farm hin. Da haben wir schon das erste, aber wir brauchen auch sogar nur ein paar Nuggets. Haben wir diese zwei Crystal schon mal. Für den Slice and Splice brauchen wir noch einen Kopf. Ich glaube, da braucht man sogar wirklich genau einen Zombie-Head. Ein anderer geht nicht. Das Ganze kostet hier 20.000 RF. Ich weiß gar nicht, dass es so viel Energie kostet. Ja gut, hier noch ein bisschen Solarium. Einfach aus Seelensand und Gold können wir das Ganze hier mal herstellen. Erarbeitet. Also die Items da oben müssen sogar bleiben. Die nutzen sich gar nicht ab. Auch gut zu wissen. Wir stemmen das sogar richtig gut. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Da haben wir Z-Logic Controller. Ja, wir haben jetzt dieses Item eben. Und zu guter Letzt brauchen wir noch ein Maschinencasing. Und das habe ich jetzt schon in letzter Zeit oft genug herstellen müssen. Da haben wir auch das Maschinencasing. Und auch diese Farming Station fertig. Ja, gut. Wie die jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Also, ich habe es immer mit dem Harvester hier gerade für diese Redstone Seeds. Weil das wollen wir eigentlich dafür machen, ne? Aber Dodo meinte, dass der hier auch das da abgrasen kann. Wie genau, muss er mir dann auch nochmal erzählen. Ah, cool, man kann das so ein bisschen anvisieren. Dann erkennt diese Redstone-Pflanze auf jeden Fall. Ja, dann müssen wir mal eine Farm bauen. Okay, Leute, ich habe ein bisschen hochgecraftet, dass wir das nächste Solar-Panel schaffen. Das nächste grüne, also von Derium. Resonance Solar Panel tue ich hier mal anschließen. Das hat doch einen Grund, weil ich ein bisschen mehr Energie hier mal reinpumpen möchte. Weil ich zu langsam gemerkt habe, dass mit dem Glas wird so langsam richtig, richtig knapp. Deswegen möchte ich hier so eine kleine Glasproduktion machen, wo die ganze Zeit eben Glas durchgeschmelzen wird. Da kommt dann ein Kurbelgenerator, zweimal Hammer hin, damit das auch nicht so viel Platz wegnimmt, weil ich da auch keinen Compressed Hammer nehme, sondern einfach nur die einzelnen. Vielleicht spart man sich eben Platz, unter anderem, weil man diese Kompressor, Autokompressor nicht braucht. Dann kommt ein Redstone-Ofen hin am Ende, wird geschmolzen. Das läuft dann hier ins System rein. Dann werde ich die Reihe vielleicht ein bisschen erweitern und hier noch Glas hinmachen. Weil gerade hinsichtlich, weil es gibt hier noch zwei weitere Stufen, brauchen wir irgendwann wirklich Massen an Glas. Und einfach generell Glas auf Abruf zu haben, ist ganz nice. Das hier hat jetzt wirklich eine lange Zeit mal ausgehalten. Auch einfach, dass wir da die ganze Zeit Kohle schmelzen. Redstone-Ofen kann das auch gut machen. Und ist auch, glaube ich, sogar schneller. Deswegen möchte ich es bauen, dann haben wir es um einiges einfacher. Also, ich habe meine Pläne umgesetzt, dass sie mit Glas produziert. Man sieht schon, es wird immer mehr. Das ist richtig gut. Und obwohl es nur so Einser-Hämmer sind, ballern die das durch und kosten einfach kaum Platz. Was sehr angenehm ist, weil wir haben doch einiges vor auf der Insel, auch wenn wir gerade mal nicht mal ein Viertel eingenommen haben. Also wir haben so viel Platz noch.
Aber wenn man direkt von Anfang an anfängt, eben schön sparsam und klein zu bauen, die Sachen komprimiert zu machen, hat man am Ende keine Probleme. Und das versuchen wir einfach Stück für Stück umzusetzen. Weil ich komme vom Server, Dodo 2.0 ist weg, der echte Dodo ist nicht da, egal, gar keinen Bock mehr gehabt. Ich gehe auch wieder gleich. Alle haben sie mich verlassen. Ja, genau, den habe ich hingestellt. Da meinst du ja, dass man damit auch diese Redstone-Pflanzen automatisieren kann? Hoffentlich. Du hast gesagt, also... ich habe gesagt, müssen wir nochmal ausprobieren, aber ich denke mal schon. Ich habe ihn jetzt mal gemacht, dann können wir es auf jeden Fall machen. Obwohl er nicht arbeitet, verliert er Energie? Dachte eigentlich, hä? Okay, ganz komisch. Wenn die Redstone-Pflanze einfach stärker ist von der Genetik, dass sie jetzt einfach weiter rauskommen. Guck mal, was hier steht. Oh, geiles Ding. Ich glaube, haben diese Maschinen von Ender.io manchmal, ja. Jetzt braucht er nämlich auch die Crops dazu nicht mehr. Okay. Das heißt, es funktioniert auf jeden Fall mit dem. Aber er braucht Bohrmehl. Nee, braucht er nicht. Oder wächst das automatisch? Es wächst auch automatisch, aber halt langsam. Dann brauche ich ja kein Bäumchen. Also warte mal, hey, warum wächst das überhaupt? Da muss doch eigentlich ein Redstone-Erz drunter sein. Keine Ahnung. Also mit Bäumchen kriege ich es auch nicht zum Wachsen, deswegen habe ich mich gewundert. Dann tut die aber Maschine so das geht's... irgendwie umgehen oder was? Dann müssen wir so eine Stelle finden, wo wir so ein kleines Feld... Wie ist denn die Reichweite bei dem? Weißt du das? Das ist vielleicht hier... So hinter der Erzeproduktion so ein kleines Feld machen. Und hier so dieses 4x4 oder 5x5 Feld, je nachdem macht, wie groß halt die Reichweite ist. Und tut man dann eine Leitung hinten, ne, und so einen Drawer machen. Hätten wir zumindest mal automatisch Dings automatisiert. Dann schaue ich einfach mal, dass ich ein paar mehr Redstone-Pflanzen hinbekomme. Ach nee, warte mal, wenn ich jetzt zwei Redstone-Pflanzen kreuzen möchte, das sollte doch da nur Redstone rauskommen. Ach man, ich brauche jetzt Redstone-Erze drunter, sonst geht es nicht. Ja gut, wir müssen immer noch irgendwie Bowmill da automatisiert hinbekommen eigentlich. Das wird jetzt eine andere Sache. Ja. Halt gerade nur Bowmill durch die Mob-Farm. Anders produzieren wir das ja nicht. Kriegen wir easy hin, wenn wir Blaze Powder haben und ich verbrauche nochmal einen... Also, dann bräuchte man nochmal so ein Maschinenframe. Oh. Dann funktioniert es doch am Ende wieder nicht. Es könnte sogar sein, dass wir zwei davon brauchen, oder? Ach so, nee, ja dann. Nee, brauchen wir nicht, brauchen nur einen. Spannend. Ich glaube, dann... Brauchen wir drei Eisenkisten? Ja, dann kriegen wir es eigentlich easy hin. Vielleicht müssen wir doch irgendwie mal das automatisieren. Aber ich glaube, es reicht erstmal los, oder? Ich meine, wir können ja manuell mit einer Kiste so ein paar Stacks ballern. Dann ja. Sollten wir fürs erste Mal genug haben, oder? Dann muss jetzt Redstone-Pflanze rauskommen, jawohl, so ist es auch. Ich weiß es auch übrigens, warum bei manchen Seeds so undefined steht, weil kann man anscheinend sogar leveln, diese Pflanzen oder diese Seeds. Dann sind die unterschiedlich stark und das kann man sich mit dem Seed Analyzer anschauen lassen. Und ich weiß nicht genau, ob sich das so krass lohnt, aber ansonsten könnte man sich auch überlegen, sich die halt extrem hoch zu züchten, ne? Nee, das ist dann 6 mal 6 minus 1. 35. Ich wusste, mit Dirt kannst du keine Kiste craften, nur nochmal so kurz. Ah, okay, ja klar wusste ich davor, aber warum hast du gerade diese Feststellung gemacht? Ich wollte es dir einfach nur nochmal sagen. Willst du dich mit irgendwas outen, Dodo, oder? Gott, die stacken sich ja gar nicht, wie dumm. Ja, wir brauchen aber eine Home. Wir müssen auch Hose automatisch irgendwie machen. Echt? Ging doch nur dir und Quarz, ho. Naja, hä, Quarz. Easy. Ja, müssen wir halt auch mal automatisieren. Interessant, ich muss jetzt Cooks platzieren, dass ich die Redstone-Pflanzen halt platzieren kann. Der baut sie dann ab. Dann funktioniert das trotzdem ohne Redstone-Erz. Also irgendwie harmonieren die Mods miteinander, aber die drücken sich irgendwie gegenseitig aus. Oder du kannst nicht rechnen, es ist 7x7. 7x7? Du hast 6x6 gesagt. Also, lass mich in Ruhe. Quarz, gerade wenn es irgendwann mal in Richtung ME-System geht, kann man echt nicht genug haben. Ja, dann tun wir einfach mal eine Bahn mit Transfer-Nodes einfach eine lange setzen. Braucht zwar lang für den Transport, weil er ja jeden Block berechnen muss, aber er bringt dann schon irgendwann mal ans Ziel. Das reicht dann schon. Aber jetzt schon ein Stack. Ja, man muss halt nur irgendwie diese Hose automatisieren. Beziehungsweise Bone-Meal. Also solange der jetzt mal ein bisschen ein paar Stacks Redstone mal ranholt, ist ja komplett in Ordnung. So na, der kann mit einer Hau kann der 250 Redstone ranschaffen. Ja, also, es wird erstmal reichen. Oder man überlegt sich doch irgendwie später auf den Harvester zu gehen, weil da braucht man keine Hau und ich glaube, der braucht auch kein Bone-Meal.
Aber wir lassen es jetzt einfach mal so, bis wir ein bisschen Redstone haben und dann können wir immer noch irgendwann später das abreißen und durch eine andere Maschine austauschen.